Moin, Mario hier. Willkommen wieder beim Zusammenbau des Jeep Willy. Und zwar Ausgabe 3 ist heute dran. Ne? So, Ohren könnt ihr wieder aufmachen, knistern ist vorbei. Und es geht weiter mit Ausgabe 3. Na, wieder ein anderes Cover. Die Zeitschriften variieren, was das Cover angeht. Und hier gleich wieder auf der ersten Seite zu sehen, was wir alles geliefert bekommen. Das schauen wir uns dann gleich einmal an. Auspacken gehört mit dazu, ne? Oh, hier will er nicht. Er hat einen Knick. Dann fangen wir erstmal auf der Seite an, wo er besser rausgeht. Ich möchte nicht, dass die kleinen Teile alle dann einmal hier umherfliegen. So, geschafft. So, eins fliegt hier schon umher. So, dann gucken wir mal, was hier drin ist heute. Einmal ganz vorsichtig. Hier die Frontscheibe mit einer Plexiglasscheibe. Lege ich hier gleich mal auf das Tuch. Das war der Innenrahmen Windschutzscheibe. Dann ist das natürlich hier aus Metall der Außenrahmen Windschutzscheibe. Oh, hier wurden Fussel mit einlackiert. Oh, ging aber gut weg. Kein Problem. Sieht wieder sehr schön aus. So. Legen wir uns auch mal dahin. Dann haben wir einen Scheibenwischer. Den müssen wir erstmal suchen. 3C. Das sind zwei Scheibenwischer. Hier haben wir sie beide. Einmal die Seite zur Aufnahme und diese Seite dann zum Wischen. Ja, fässt sich auch so an wie, ja, fast wie ein echter. So, dann haben wir Kurbeln. Und zwar 3D. Nicht in 3D, sondern die Position 3D. Und zwar sind das zwei Stück. Hier kann man dann schön mit kurbeln. Dann haben wir Verbindungsstrebe, und zwar 3E. Das ist hier einmal dieses lange Teil. Hier. Und linke Fangschere, rechte Fangschere, F und G. Und da steht auch Gott sei Dank wieder links und rechts drauf. Das ist die linke. Hier steht ganz leicht, ganz klein links drauf. Das ist dann die rechte. Da steht auch ein R drauf. Und dann bekommen wir noch, der war bestimmt woanders, Griff Windschutzscheibe 3H. Das ist das Teil hier. Ein Griff. Für die Windschutzscheibe und dann Bolzen, das sind zwei Stück. Einer, der vorhin schon einmal wandern gehen wollte. Dann haben wir einen Sprengring.
ein Sprengring? Oder sind das mehrere Sprengringe hier an einem Gießast dran? Ne? Ne, das wird ja noch lustig. Das sind sehr kleine Bauteile. Dann haben wir eine selbstklebende Flagge. Hier eine kleine Ami-Fahne. Und dann Schrauben AP, BP und CP. Also A, B, C, P. Ja. So, alles raus? Ja. So, nun sollen wir loslegen. Und zwar sollen wir dann den Innenrahmen in den Außenrahmen schrauben. Da gucken wir mal, gucke ich mir das gleich mal an, wie ich das machen muss. Weil einige schon Probleme damit hatten. Und soweit ich weiß, ein Vorbauer namens Benny, dem ist da auch irgendwo was kaputt gegangen. Das möchte ich natürlich nicht. Deswegen gucke ich mir das erst einmal an. Und ohne euch quasi, damit ihr mich nicht so unter Druck setzt, ne? Damit ich euch nicht im Nacken spüre beim Basteln. Also wie gesagt, gucke ich mir das erst einmal an und dann zeige ich euch, wie ich das dann gemacht habe oder wie ich das dann mache. Ne? Also bis gleich. So, ich habe mir das dann jetzt mal angeschaut, wie das Ganze dann erstmal funktioniert. Und zwar als erstes wird hier dieser Griff eingebaut. Der wird nur reingesteckt. Ne? Also ich habe ihn hier oben dann vorsichtig hingehalten und dann mit der Pinzette beide Seiten einmal so reingedrückt. Und dann war das soweit schon okay. Jetzt soll das Ganze, ne, hier ist jetzt außen und hier ist innen, kommt die Frontscheibe einfach so rauf, so rein. Und jetzt sollen hier einmal links und einmal rechts CP-Schrauben reingeschraubt werden. So, mal gucken. Das Ganze nochmal hochnehmen, ordentlich positionieren und dann hier die CP-Schraube reinstecken und gucken, ob sie schon gefasst hat. Noch nicht ganz festschrauben, also würde ich machen. Und dann das Ganze gleich auf der anderen Seite. So, die Schraube fest. Auf der anderen Seite das gleiche. Vielleicht nicht zu fest machen, weil wir wollen das ja noch bewegen. Und, ne, funktioniert. Bewegt sich noch. Vielleicht ein bisschen schwer. Dann gleich mal gucken, wenn die anderen Sachen dran sind und dann vielleicht noch mal die Schrauben etwas lösen, damit der GI nachher dann auch leichter die Scheibe nach oben bekommt, falls er denn durch die Modder gefahren ist. So, als nächstes kommen die Fangscheren ran. Als erstes wohl die rechte Seite. Gucken, ob ich jetzt die richtige schon habe. Das ist ein R, also die rechte Seite. Zwar müssen wir dann das Ganze ja von innen haben. Na, wenn wir von innen gucken, ist hier die rechte Seite. Und dann wird das Ganze befestigen Sie die rechte Fangschere auf dem rechten Rand des Außenrahmens 3a. Das ist ja hier oben. Verwenden Sie dazu einen Bolzen.
Ich frage mich gerade, wo der denn da rein soll. Ja, alles klar. Und zwar, wie ich vorhin schon einmal so gezeigt hatte, machen wir das Fenster erstmal auf. Dann brauchen wir hier so einen Bolzen und die rechte Seite, und der Bolzen kommt so hier durch. Der hat ja hier eine Vertiefung und die Vertiefung soll hier in diesem Fangrahmen dann drinne sein. Und dann brauchen wir erstmal eine BP-Schraube. Die holen wir uns hier raus. Erst einmal, da sind drei Stück drin, dann holen wir uns auch nur zwei raus, weil wir wissen ja, wir werden nachher eine übrig haben. Jetzt sind alle raus, auch egal. Und dann wird das Ganze hier dran verschraubt. Und zwar einfach nur, ich drehe mir das lieber nochmal um, so ein bisschen die Schraube dann hier rein, dann in den Bolzen reinschrauben. Jo, jetzt muss man natürlich versuchen, den schön festzuhalten, weil er sich ja sonst mitdreht. So, siehst du wohl. Also das erste Teil haben wir dann schon mal dran. Und jetzt brauchen wir eine AP-Schraube. Und da wird der dann da an der anderen Seite mit rangeschraubt. So, habe ich das auch richtig rum gemacht? Ja. Und dann geht das Ganze nachher wieder zusammen. Wenn die Schraube gefasst hat, zeige ich gleich mal wo und wie. Das ist jetzt gerade gar nicht so schlecht, dass das jetzt so steht. Einmal durch den Fangrahmen durch und dann die Schraube in das Innenfenster. Na, hier. So, und dann muss das Ganze dann hier noch festgeschraubt werden. Ich sag mal nicht zu fest. Ach, ich bin doch düsig. Ich bin düsig. Alles nochmal wieder raus. Weil die Schraube muss von innen, sonst kriegen wir das ja nicht zu. Gut, von innen wird es natürlich etwas schwieriger. Wie gesagt, immer schön vorsichtig machen. Denn wenn man dann mal einen kleinen Fehler gemacht hat, dann erkennt man den und hat immer noch nichts kaputt gemacht. Das wollen wir ja auch nicht.
Komischerweise ist das jetzt ganz schön schwierig, das Loch dort zu treffen. Ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass dem einen oder anderen da die Scheibe vielleicht bei kaputt gegangen ist. Vielleicht machen wir das mal anders. Wir können das ja ein bisschen bewegen. Hier diesen, wie heißt der noch wieder? Die Fangschere. Abgerutscht, das ist nicht gut. Nichts passiert. So, ich mache mal kurz einen Stopp und gehe gleich weiter. So, beide jetzt dran. Hier ist noch nicht ganz fertig geschraubt, damit ich das nochmal zeigen kann. So, in der Position ist das gar nicht mal so verkehrt. Und dann auch nicht zu fest schrauben, damit sich das Ganze nachher auch noch bewegen lässt. Jetzt kann man sozusagen mit dieser hier so gegendrücken. Und dann kriegt man das Fenster richtig schön zu. Und dann wieder hoch machen, dann kriegt man das schön auf und zu. Ich habe auch hier diese beiden Schrauben noch mal ein bisschen gelöst. So, nun muss man dann nachher später noch mal mit einem feinen Tuch noch mal rüber gehen, um das Ganze dann hier, ne, die Fenster noch mal ein bisschen zu putzen. Im staubigen Keller, naja, ist das eben so. So, der nächste Arbeitsschritt ist dann, brauchen wir die Verbindungsstrebe und die beiden Kurbeln. Und dann kommt ja, nun geht das aber gleich los. Also wird das hier so nur reingesteckt bis zum Ende. Jo, sehr fummelig bis zum Ende. Und dann sollen wir erstmal gucken, dass das richtig ist. Soll dann hier jeweils ein Sprengring rüber. Und das heißt, wir müssen jetzt hier von dem Gießast die Sprengringe entfernen. Da kann man schön so eine Zange nehmen. In meiner Beschreibung unten könnt ihr so eine Zange finden, wo es die gibt. So, ich mache erstmal nur einen ab. Jo, wie ich das da raufkriegen soll, weiß ich noch nicht. Jo, das ist schon mal nicht schlecht. Mensch Leute, was habt ihr euch da einfallen lassen? Die Technik ist klar, wie die funktioniert. Aber das muss man ja auch in dem Maßstab auch raufbekommen.
Ein bisschen Druck ist auch notwendig. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Also ich probiere noch mal. Ansonsten zeige ich euch dann das Ergebnis. Ich mache jetzt einen kleinen Cut und muss mich erstmal einmal kurz sammeln und dann gucke ich, dass ich das dann rauf bekomme. So, einmal zum Zeigen. Der erste ist drinne. Und ich erzähle euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe. Und zwar hier mit so einer Pinzette, die man feststellen kann. Da habe ich den Sprengring reingelegt. Und dann, jetzt wird es vom Licht her ein bisschen anders, weil ich habe dann meine Lichtlupe benutzt. Habe das dann einmal schön so, ne, versucht festzuhalten. Und dann mit der Pinzette so raufgeschoben. Ah, jetzt geht's nicht. Dann muss den Sprengring knapper anfassen. Also nochmal. Gucken, dass das auch beides gleich rum ist. Ja, so ist das. Eben gerade hat das Ratzi-Fatzi funktioniert. Und jetzt, wo ihr dabei seid, geht das nicht so Ratzi-Fatzi. Und doch! Ha! So, beide richtig rum, ja. So, hier, ne? Beweis geschafft. Beide sind dran, beide bewegen sich auch. Also das funktioniert mit diesem Sprengring gut. So, als nächste Aufgabe haben wir dann diese Kurbel. Diese Kurbeln sollen wir dann, schieben Sie die Kurbeln, die Sie gerade auf die Verbindungsstrebe montiert haben, in die Löcher oben am Innenrahmen. Also hier am Innenrahmen in diese beiden Löcher. Und die Kurbeln nehme ich mal an, dass die nach unten zeigen. Ja, so soll das. Und lassen sich dank der Halbe und Ausschwung zusammenfügen. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung. Aha. Kurbeln und Scheibenwischer. Ach so. Jetzt müssen dann an diese Kurbeln die Scheibenwischer ran. Gut. Das ist ja natürlich auch eine schöne Fummelei. Jetzt müssen wir mal gucken, welches ist der rechte und welches ist der linke. Steht nirgends dran. Jetzt muss man dann gucken. Welcher wohin gehört. Aber erstmal scheint das hier so funktioniert zu haben. Also der erste ging auf jeden Fall rein. Der zweite will nicht. Kann das ja auch anders machen. Man kann ja auch erst den Scheibenwischer reinstecken. Und dann den Zapfen. Nur der eine Scheibenwischer hier liegt noch nicht auf. Ja gut, wollen ja keine Kratzer reinmachen.
So, und dann kann man die, schieben wir sie noch darüber. Dranne. Boah, und ich hatte so viel Schiss vor dieser Ausgabe. Und auf. Und zu. Und Scheibenwischer einmal nach links. Aber weiter geht das jetzt nicht. Und dann wieder nach rechts. Also da soll mal einer sagen, ne? Mit Klofingern kriegt man das nicht hin. So, jetzt soll die Fahne als letztes aufgeklebt werden. Und zwar hier unten in die Ecke. Das werde ich aber noch lassen. So, erstmal hier noch die eine Schraube sichern. Und ich glaube, wir haben, ja, entweder kommt noch mal so ein Quatsch. Was heißt so ein Quatsch? Noch mal so eine filigrane Aufgabe. Oder wir haben jetzt drei Sprengringe übrig. Und man hat sich gedacht, ne, also bevor die, ne, wegflutschen, gibt es dann noch ein paar, die man über hat. Gut, geschafft. Ausgabe 3. Natürlich habe ich jetzt auch eine Sammelbox, ja, wo die Schrauben dann reinkommen, die übrig gebliebenen, und natürlich dann hier die drei übrig gebliebenen Sprengringe und unsere Fahne, unser Fähnchen, kommt auch wieder weg. Und zwar möchte ich die erst später ankleben, nicht jetzt gleich, nicht, dass die nachher noch Schaden nimmt, und ich denke mal, die kann man nachher auch ziemlich am Ende vom Modell dann anschrauben. Ja, also doch ganz gut geworden hier mit dem Fenster. So, einfach mal so prophylaktisch mal so ranhalten. Ja, das hat doch schon mal Gesicht. Einmal mal dichter kommen, gucken. Na? Gut, ist nach drei Ausgaben schon eine ganz schöne Menge zu sehen von unserem Willi. So, du Willi, das war's dann, ne, mit Ausgabe 3. Boah, ich finde das einfach klasse. Machen das Fenster nochmal auf. Und da ist der Scheibenwischer abgegangen. Mache ich gleich wieder ran. Ach, schade. Ohne dem geht es dann doch nicht. So. Das soll doch alles so funktionieren, ohne Kleben, nur mit Schrauben und Stecken. Also jetzt ist der Scheibenwischer wieder reingesteckt. Gut. So, siehst du wohl. Also, ne? Ich bin froh, dass das so gut geklappt hat. Meine Scheibe ist heil geblieben. Gott sei Dank. Die wird auch schön in Watte gepackt. Und ja, das war Ausgabe 3. In Ausgabe 4, oh, hier, in Ausgabe 4 kommt das erste Rad. Ne? Noch hat der Jeep ein Rad ab, dann kriegt er ein Rad ran. Welches Rad das sein wird, ich kann mir vorstellen, dass es dann das Reserverad ist. Das sieht verdammt nach dem Reserverad aus. Gut, also freuen wir uns auf die Ausgabe 4. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ne, hier von unserem Jeep Willi. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Nicht vergessen, den Abonnierknopf zu drücken. Und wenn euch das Video gefallen hat, über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich sehr doll freuen. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in.